Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch heute wieder eine Trading-Abzocke mitgebracht mit einer netten Betrügerin, naja, die auch nicht so richtig weiterkommt mit uns. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Telefonat. Ist noch dran? Hallo? Ja? Hallo, guten Tag, Herr Steinberger. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von DNCA Investment Firma. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Was ist denn das? Online-Handel. Online-Handel, also mit Verkaufen und so? Ja. Nee, also da habe ich noch gar keine Ahnung, weil ich wollte mich mal bei Amazon anmelden, aber da habe ich nicht so ganz gewusst, wie das funktioniert hier mit dem, wie man da Sachen kauft. Deswegen gehe ich immer direkt hier bei Kaufland und dann kaufe ich da meine Sachen. Also wissen Sie, es ist über Online-Handlung. Über zum Beispiel Kryptowährungen oder Rohstoffen, über Investitionen. Da habe ich gar keine Ahnung. Ja, und ich habe gesehen im System, dass Sie haben sich registriert im Kryptowährungen-Plattform. Aha. Und für das, Sie haben 300 Euro Bonusgeld von unserer Firma. Und ich rufe Sie an, damit wir werden zusammen Ihr Bonus bestätigen, aktivieren, ja, Ihre Stelle. Dann, Sie werden weitermachen mit Ihrem Finanzberater, wenn ich werde Ihre Stelle aktivieren, Sie werden Finanzberater haben. Aha. Und diese Bonusgeld benutzen und wochentlich oder monatlich, das heißt jede Woche oder jeden Monat, Geld bekommen von unserem Unternehmen. Aha. Ja, einfach, wir geben diese Bonusgeld zu unseren Kunden, damit unsere Kunden werden für Anfang hohe Beträge haben in ihrem Konto. Es ist Handelskonto. Es ist gleich Bankkonto, aber es ist etwas verschiedene. Ja, im Handelskonto Geld zirkuliert. Und jede Woche, es kann mehr sein. Zum Beispiel, wenn Sie werden diese 300 Euro benutzen mit Ihrem Finanzberater, ja, Sie werden alles diskutieren, in welchem Plattform werden Sie benutzen. Diese 300 Euro kann jede Woche 600 Euro sein oder mehr. Ich sage nur fix, ja, fixe Betrag. Aha. Ja. Also es funktioniert so, aber wir, Sie werden regular profitieren von unserem Unternehmen. Und wir müssen sicher sein, dass Sie unsere offizielle Kunden sind, ja? Weil wir können nicht so einfach unser Geld wegmachen. Deshalb, Sie brauchen auch von Ihrer Seite Transaktionen erledigen, das heißt Geld weiterleiten zu Ihrem Handelskonto, damit es wird völlig aktiv sein. Zum Beispiel, wenn Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihrem Bonusgeld, das wird 400 Euro sein. Aha, also meine Betrügerfirma, die den Bonus nicht an der Einzahlung festmacht, ja, sondern einfach 300 Euro pauschal verschenkt. Mhm. Und das auch, wenn ich nur 100 Euro einzahle. Ja, schon klar. Dass das wie immer nur Blödsinn sein kann, ich denke mal, das ist ja hier mittlerweile allen auf dem Kanal schon irgendwo bewusst und naja. Sollte eigentlich auch allen bewusst sein, ohne dass sie den Kanal kennen. Aber es ist immer wieder dramatisch. Die versprechen einem horrende Summen, die man einfach so geschenkt bekommt. Wenn man da nur 100 Euro einzahlt, ist mal ein bisschen weniger als die typischen 250 Euro. Also ein Callcenter, was es hier mal mit einer anderen Masche probiert. Weiß ich nicht. Nur weil sie da günstiger wirken, sind sie nicht seriöser. Und dass das hier von vornherein schon wieder kein seriöses Callcenter sein kann, fängt schon damit an, dass die einfach anrufen, ohne anrufen zu dürfen. Ja, sie hat einfach mal so im System gesehen, dass ich mich da angemeldet habe, aber noch nichts eingezahlt habe. Also kann man mal anrufen und ein bisschen nachdrängeln, ob der Kunde da nicht vielleicht noch ein bisschen Kohle loswerden will. Ja, so läuft's ja vom Prinzip her. Mehr ist das Ganze hier eigentlich auch gar nicht. Und ja, nur mal wieder in der neuen Hülle verpackt, dass man hier halt nur 100 Euro einzahlen muss, statt 250, 500 oder 1000 oder wie viel sie auch sonst immer haben wollen. Naja, aber sie sagt's ja schon. Die stellen ja hier frei, wie viel man einzahlen möchte. Wenigstens 100 Euro wollen sie haben. Und dafür bekommt man angeblich dann 300 Euro Bonus. Mhm. Also, dass man mit 100 Euro am Wirtschaftsmarkt nicht reich werden kann, ist klar. Da man muss sich aber vorstellen, würden die jetzt echt handeln, kriegen die ja nur einen kleinen Prozentsatz. Also einen sehr kleinen Prozentsatz davon ab.
und meinen Gewinnen. Das heißt, ich muss ja auch überhaupt erstmal Gewinn erwirtschaften mit den 100 Euro und dann ist dieser ja auch nur ganz gering. Und davon wollen die 300 Euro Bonusgeld verschenken. Ich weiß nicht, wie viele Jahre man damit handeln soll, bis da überhaupt so viel Bonusgeld oder so viel Profite für diese Firma zustande kommen soll. Dann muss man sich ja noch überlegen, alleine dieses Telefongespräch hier kostet Geld und die Mitarbeiter, die da später für mich angeblich handeln sollen, die kosten ja auch Geld und arbeiten alle nicht kostenlos. Tja, dass da kein Bonusgeld existiert, das verraten sie euch natürlich nicht. Und sollte eigentlich auch klar sein, dass da kein Geld existiert, sondern überweist denen einfach Geld und danach sind sie dann weg. Mehr steckt hier hinter diesem Gespräch wieder nicht. Naja, machen wir mal weiter mit dem Restlichen, was sie hier so zu erzählen hat. Aha. Verstanden. Ja, haben Sie verstanden? Da hat's geklatscht im Hintergrund. Ja, hier, wir arbeiten alle. Ach so, und da klatschen Sie immer? Ja. Warum? Es ist ein Protokoll bei uns, wenn unsere Kunden haben Gewinn, zum Beispiel, wir klappen. Es ist für unsere Kunden, ja? Aha. Ah ja, ist, glaube ich, mal wieder die logischste und glaubhafteste Erklärung, die ich je gehört habe. Es ist Protokoll bei denen in der Firma, wenn ein Kunde Profit gemacht hat, dass da alle klatschen. Aha. Also wenn ich da jetzt 100 Euro einzahle, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Profit man, also gehen wir mal davon aus, wir würden jetzt da 100 Euro einzahlen und dieses Callcenter wäre echt und das wäre hier nicht alles Betrug. Dann hätte der Kunde jetzt vielleicht 50 Cent Gewinn gemacht. Und davon will die Firma noch Geld haben. Und dafür haben die jetzt geklatscht. Dass das absoluter Bullshit ist, ist, glaube ich, logisch. Die haben da im Hintergrund geklatscht, weil gerade irgendein Kunde Geld eingezahlt hat. Beziehungsweise nicht Kunde, sondern ein Betrugsopfer. Da hat ein Betrugsopfer Geld eingezahlt und der Callcenter-Agent, der mit dem Kunden telefoniert hat, der hat das Klingelglöckchen gedrückt, weil er hat halt, ja, 100 Euro gerade geschenkt bekommen, um sich danach nie wieder beim Kunden zu melden. Ja, und dass das ein Fakt ist, dass man sich danach nicht mehr melden kann, sieht man einfach schon, dass im Impressum einfach jegliche Angaben bei diesem Unternehmen fehlen und grundsätzlich auch, ja, die Rufnummer, von der ich jetzt gerade angerufen werde, ja auch nicht rückrufbar ist. Und weitere Daten haben wir von der Firma nicht. Das heißt, ich habe mein Geld eingezahlt, kann die nicht erreichen und naja, dann klatschen die halt, wenn ich da mein Geld eingezahlt habe und die das Geld von uns quasi geschenkt bekommen haben. Nett. Ja. Und wir haben mit einer Mitarbeiterin, die hat mit ihrer Kunde gesprochen und ihre Kunde hat Gewinn, deshalb wir alle klatschen. Aha. Ja. Also, haben Sie verstanden, Herr Steinträger, wie es funktioniert? Nee. Das heißt, wir brauchen zusammenarbeiten, ja? Zum Beispiel, wenn Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihr Bonusgeld 300 Euro. Es wird 400 Euro sein in Ihre allgemeine Balance. Dann, ich werde Ihre Daten zur Finanzabteilung schicken. Und Sie werden diese 400 Euro benutzen und wochentlich, dass Sie jede Woche 600 Euro zurückbekommen. Es funktioniert so. Aha. Ja, jetzt haben Sie verstanden? Nicht so wirklich. Okay, wenn Sie werden probieren, Sie werden alles verstehen, Schritt zu Schritt, ja? Also, Herr Steinträger, ich möchte wissen, welche Bankkarte benutzen Sie? Masterkarte oder Visa-Karte? Hagebau Markt Knacks Club Sparkarte. Ja, aber es ist Kredit, Debit, das heißt zum Beispiel es ist Giro oder Debitkarte. Das ist eine Bonuskarte. Können Sie jetzt gucken, was ist geschrieben auf Ihre Karte, Master oder Visa? Hagebau Markt Club Sparkarte. Sparkasse? Hagebau Markt Club Sparkarte. Sparkarte? Ja. Aber ich habe nicht verstanden, welche Karte ist es? Kredit, Debit, Girokonto? Eine Bonuskarte. Bonuskarte? Hagebau Markt Club Sparkarte. Also haben Sie eine Bankkarte, zum Beispiel,
die mit denen sie können verkaufen, zum Beispiel etwas online. Nee, online kann ich nicht, aber ich kann damit im Hagebaumarkt einkaufen. Einkaufen, online etwas überweisen, haben Sie? Nee, online habe ich keine Ahnung, aber bei Hagebaumarkt geht. Okay, es gibt 16 Zahlen auf Ihrer Karte. Können Sie mir jetzt sagen, diese 16 Zahlen? Und dann? Damit ich werde Ihre Stelle aktivieren und Sie werden Ihr Bonusgeld bekommen. Okay. Mhm. Jetzt sagen Sie mir. Ja. Also die ganze Nummer. Ja. Von der Hagebaumarkt Clubsparkarte. Ja. Ja. Mhm. Ich warte. Auf was denn? Soll ich die Nummer sagen? Mhm. Eine 4. 4. Haben Sie aufgeschrieben? Ja, 4. Dann eine 0. Aha. Haben Sie aufgeschrieben? Ja. Ja, ja, ich schreibe, sagen Sie. Dann eine 6. Aha. Dann? 2. Aha. Dann? 1. Aha. Dann? Eine 3. Aha. Dann eine 9. 9. Mhm. 0. Da? 0. Aha. Dann? Nochmal eine 0. Ja. Dann? Bitte ein bisschen schnell, ja? Ach so, dann kommt eine 5. Aha. Dann? Eine 2. Aha. 2. 3. Aha. Dann? 9. 9, aha. Dann? Ich glaube, das waren alle. Alle? Weiß ich nicht. Es muss 16. Geht da noch was? Es muss 16 Zahlen sein, wissen Sie? Wie viel fehlen denn noch? Dann sagen Sie von Anfang, okay? 4, 0, 6, 2, 1, 3, 9, 0, 5, 2, 3, 9. Was? Fertig. Wie viele Ziffern müssen das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also fehlen noch 3. Dann kommen noch 3 mal die 9. 3 mal 9? Ja. Letzte 4 Zahlen sind 9? Ja. Okay, dann sagen Sie Ablaufdatum. FMHD? Ablaufdatum. Ich muss mal gucken, wo das hier draufsteht. Monat? Ja. Ja, ich gucke schon. Ich muss mal suchen, wo das steht. Ich sehe das noch nicht. Moment. Das Kartendatum von der Flasche hier ist. Weiß ich nicht. Wo steht denn sowas normalerweise auf einer PET-Flasche? Es muss Monat und Jahr sein. Ja. Monat, Jahr. Und wo? Auf Ihrer Karte steht Monat und Jahr, Ablaufdatum. Aus recyceltem Material steht hier. Es muss neben 16 Zahlen sein. Nee, da steht bloß ein Wegpfand 25 Cent. Es muss Monat und Jahr sein. Sehen Sie es nicht? Ach hier, Moment, das ist so unsichtbar gedrückt. Da steht MHD0822. Ne? Was? Monat? Na, August. Aha. Aha. Und Jahr? Achso, ich dachte, Sie sagen nur gerne, aha. Das Jahr ist 22. 22. Aha.
0822. Aha. Okay. Wenn es wird falsch sein, Ihr Card wird blockiert sein, ja? Dann sagen Sie alles richtig. Und Ihre Vorname? Schauen? Ne, Schauen Steinfeger. Steinfeger, okay. Und drei Zahlen von Rückseite? 0,25. Null? Nein, drei Zahlen von Rückseite. Naja, 0,25. 0,25? Ach nee, das ist Dreck. Also 0,25. Wissen Sie, es muss drei Zahlen sein auf andere Seite. Ja, es ist CVV. Nee, hier steht... Neben Ihrer Unterschrift. Hier steht Inwegpfand. Neben Ihrer Unterschrift. Es muss drei Zahlen sein. Das kann ich nicht unterschreiben. Auf andere Seite. Der hat auch nicht unterschrieben. Herr Steinfeger, es muss drei Zahlen sein auf anderer Seite. Ja, CVV. Neben Ihr Unterschrift. 0,25, das ist hier neben dem QR-Code. 0,25, das heißt? Das heißt richtig, ja. Okay, dann prüfen wir alles. Sagen Sie von Anfang 16 Zahlen. 4069239939. Haben Sie 100 Euro auf Ihre Karte? Weiß ich nicht. Haben Sie 100 Euro in Ihre Visa-Karte? Wie macht man die da rein? Aha. Damit ich werde Ihr Konto aktivieren. Und Sie werden Ihr Bonusgeld bekommen, ja? Also, Herr Steinfeger, können Sie mir sagen Ihr Geburtsdatum? Ja. Tag, Monat, Jahr. Tag, Monat, Jahr. Ihr Geburtsdatum. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Ja, dann sagen Sie mir Ihr Geburtsdatum. Also, ja, mein Geburtsdatum immer gestern. Geburtsdatum. Also, Tag, Monat und Jahr. Ja. Am 31.02.1923. 23? Sie sind 99 Jahre alt? Wirklich? Tag war 31? 31.02. Aha. Und dann 23. Im Februar, das heißt, Sie haben geboren? Ja. 31. Februar? Ja. Also, und Ihre Adresse, wo wohnen Sie? Stadt? In Neukölln. Wo? Neukölln. Können Sie buchstabieren? Oi. Aha. K. J. K. K. H. Neukölln? Ja. Neukölln. Einen Moment bitte. Und auch Ihre Straße, Postleitzahl?
Sagen Sie spärlich Ihre Adresse, ja? Neukölln? Ja. Dann? 12055. 12? Ja. Noch einmal, ja? Sagen Sie es ein bisschen hoch. Hoch! 12055. Sie machen Spaß? Nein. Ich verstehe nicht. Sie haben gesagt, ich soll höher erzählen. Sagen Sie Postleitzahl? 12055. 12055? Ja. Und Hausnummer? 77. Aha. 77, dann? Nichts mehr dabei, der Hausnummer. Neukölln, 77. 12055. Noch einmal 77, was? Na, 77. 77. 77? Okay. Und haben Sie 100 Euro in Ihrer Visa-Karte? Wie macht man die da rein? Ist doch Plastik. Ja, wir werden Transaktionen erledigen. Für 100 Euro, ja? Ja. Damit Ihr Handelskonto wird aktiv sein und Sie werden Ihr Bonusgeld kriegen. Es wird zusammen 400 Euro sein. Okay. Ja, haben Sie 100 Euro? Ich habe 100 Euro hier liegen, ja. Wie bitte? Ja, den habe ich vorhin abgehoben. Hallo, Schnecke? Herr Steinfeger, ich vermute, Sie machen Spaß, ja? Sie sind nicht seriös. Aber warum vermuten Sie das? Okay, dann ich werde Ihre Karte im System stellen und ich werde prüfen, ist das richtig oder nicht. Ja. Also Herr Steinfeger, haben Sie WhatsApp? Ja? Hä? WhatsApp. Was ist das? Nein. Bei Ihnen ist so laut. Ja, weil wir arbeiten. Und wer singt da im Hintergrund? Wie bitte? Wer singt da im Hintergrund? Hintergrund ist Musik. So, warum denn? Warum? Hä? Weil hier arbeiten so viele Leute, damit wir werden nicht zueinander stören, deshalb wir benutzen Musik. Aber ich kann die kaum hören. Nein, ich höre gut. Ich hab gepupst. Also ich möchte wissen, haben Sie Geld überhaupt in diese Visa-Karte? Wie macht man das da rein? Wie bitte? Wie macht man das da rein? Sie haben geboren am 31. Februar? Ja. Sehr gut. Aber Februar hat nur 28 Tage. Pippi, und das fällt dir jetzt erst mal 30 Minuten auf, oder wie? Also, ich werde prüfen Ihre Karte, ob es richtig oder nicht, und ich werde anrufen noch einmal, ja? Wenn Buch mal von der Fanta-Flasche ab, mach das mal. Wie bitte? Ja, ich sage Buch mal von der Fanta-Flasche ab. Okay, ich werde prüfen, dann ich werde noch einmal anrufen. Warum? Weil ich vermute, Sie machen Spaß und Sie lügen mir, deshalb ich möchte prüfen. Ja, aber Sie lügen doch mich an. Ich? Warum? Ja. Ich muss lügen. Ja, weil Sie sagen, bei Ihnen kann man Geld verdienen, das ist ja gelogen.
Nein, wir zusammenarbeiten. Es ist Zusammenarbeit, ja? Also nennt man Diebstahl jetzt Zusammenarbeit? Wir kooperieren. Wir geben Bonusgeld, damit wir sie können profitieren wöchentlich und auch unser Unternehmen profitiert von ihrem Bonus, ja? Nee, das, von ihr Geld. Das nennt man erbeuten, nicht profitieren. Nein, profitieren, doch. Ja? Das nennt man erbeuten. Und sie haben mir gelogen. Nee, du hast gelogen. Du hast über alles gelogen. Ich werde prüfen und noch einmal anrufen. Vielleicht. Ja. Aha, was willst du da prüfen? Ihr Karte. Aha, nur dann prüfen wir die Fanta-Flaschennummer. Ich werde prüfen, dann noch einmal anrufen, ja? Aha, ja, naja, dann. Wenn du der Meinung bist, dass man als Betrüger noch einen zweiten Anlauf versuchen will, ja. Betrüger. Danke schon für alles. Kriminelle. Tja, und dann ist der netten Dame nicht mal aufgefallen, dass ich zwischendrin einfach den Akzent geändert habe und ich mich nicht mehr so anhöre wie, ja, zu Beginn des Gesprächs und mittendrin. Ja gut, dass das hier kein seriöses Unternehmen war, ist, denke ich mal, wieder allen klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ein Abo ist natürlich auch nie verkehrt. Wer möchte, kann auch gerne noch was in die Kommentare schreiben. Und ihr findet auch die Links zu Social Media unten in der Videobeschreibung. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.